Der Eintracht Frankfurt hat im Februar kein Spiel gewonnen und wurde aus der Europa Conference League ausgeschieden, was sehr schlecht für sie war. Die Leistung der Spieler ist nicht gut und es scheint, als würde sie sich nicht schnell verbessern. Trotzdem steht Eintracht Frankfurt in der deutschen Bundesliga gut da. Sie befinden sich auf dem 6. Platz. Aber auch wenn sie in der Tabelle gut stehen, spielt das Team nicht gut. Trainer Dino Toppmöller scheint es nicht zu schaffen, die Mannschaft besser spielen zu lassen. Letztendlich ist Eintracht Frankfurt mehr wegen der Schwäche der anderen Teams auf dem 6. Platz als aufgrund ihrer eigenen starken Leistung. Wenn Eintracht Frankfurt weiterhin nicht gewinnt, bereits 6 Spiele ohne Sieg in allen Wettbewerben, könnten sie in der Tabelle abrutschen. Dies ist besorgniserregend. Insbesondere da der CEO der SGE, Axel Hellmann, kürzlich sagte, dass sie eines der besten Teams haben. Der Trainer des Teams wird in Frankfurt stark hinterfragt, aber die Führungspersonen des Teams unterstützen Toppmöller weiterhin und haben ihn sogar öffentlich verteidigt, nachdem das Team aus der Conference League ausgeschieden war. Laut Sportbild wird die Situation bei Eintracht Frankfurt vorerst so bleiben, wie sie ist. Der Verein plant, Trainer Toppmöller die nötige Zeit zu geben, um die Leistung des Teams zu verbessern. Sie orientieren sich dabei am Arsenal FC, der Trainer Mikel Arteta auch in schwierigen Zeiten behielt, was ihm half, ein hochrangiger Trainer zu werden. Innerhalb von Eintracht Frankfurt ist man sich bewusst, dass Toppmöller sich noch als Cheftrainer in der Bundesliga entwickelt. Deshalb spricht der Sportdirektor Markus Krösche häufiger als üblich mit Toppmöller, um Feedback zu geben und ihn in seiner Entwicklung zu unterstützen. Alles deutet darauf hin, dass Toppmöller mehr Zeit bekommen wird, um die Leistung des Teams zu verbessern und eine gute Position in der Tabelle zu halten. Fans von Eintracht Frankfurt, teile deine Meinung in den Kommentaren, like und abonniere den Kanal, damit du die nächsten Videos mit den neuesten Nachrichten von unserem Eintracht Frankfurt nicht verpasst.